Die weltweit einflussreichste und größte Gesellschaft für Ernährung, die Academy of Nutrition and Dietetics in Amerika, haben vor ein paar Tagen ein Statement veröffentlicht, was Millionen von Müttern endlich Klarheit gibt, inwieweit eine vegane Ernährung bei Kleinkindern sinnvoll und zu empfehlen ist. Guten Morgen! Dass vegetarische Ernährungsformen bereits weltweit als gesünder, vor allem in der Prävention von Zivilisationskrankheiten angesehen werden als tierische, das ist nichts Neues. Aber nun im Dezember, also eben vor kurzem, hat die amerikanische Gesellschaft für Ernährung, quasi die DGE in groß, ein Statement rausgebracht, um die vielen Anfragen des gesellschaftlichen Umschwungs auf pflanzliche Ernährungsformen mit zu beantworten. Die Frage, die immer wieder auftaucht, ist: Kann und sollte man Kleinkinder vegan ernähren? Also rein pflanzlich. Die AND, dessen ausführliche Stellungnahme ich Euch auch unten in der Infobox verlinkt habe, hat aus der Analyse der aktuellen wissenschaftlichen Studien folgende Erkenntnisse gewonnen. Eine gut informierte vegane Ernährung bietet Kleinkindern genau wie in allen Phasen des Lebenszyklus, also Kindheit, Jugendalter, älteres Erwachsenenalter, Schwangerschaft, Sportler, na alles, bietet eine vegane Ernährung gesundheitliche Vorteile bei der Prävention und bei der Behandlung von Krankheiten. Das ist ein massiver Satz, den die AND da formuliert hat. Also erstens ist es nicht nur so, dass eine vegane Ernährung auch irgendwie geht, sondern dass dies gesundheitliche Vorteile hat. Das bedeutet, die weltweit größte und einflussreichste Ernährungsgesellschaft sieht die vegane Ernährung als vorteilhaft für die Gesundheit an. Und nicht nur bei der Prävention, also dass man bestimmte Krebsarten nicht oder weniger bekommt, dass man an der Todesursache Nummer 1 auf der ganzen Welt den Herz-Kreislauf-Erkrankungen viel seltener und erkrankt und auch stirbt, sondern dass, wenn man bereits erkrankt ist, dass eine vegane Ernährung Heilwirkung auf diese Krankheiten hat. Ergänzend fügen sie dann noch hinzu, was eigentlich jeder mit klarem Menschenverstand schon weiß, aber die Udo Pollmers dieser Welt beharrlich in Frage stellen und ignorieren: Pflanzlich basierte Ernährungsformen sind umweltverträglicher als eine Ernährung, die tierische Produkte beinhaltet, weil sie weniger natürliche Ressourcen verbrauchen und mit O-Ton viel weniger Umweltschäden behaftet sind. Und dann wird noch einmal explizit aufgezählt, dass Veganer ein verringertes Risiko haben für ischämische Herzkrankheiten, für Typ 2 Diabetes, Bluthochdruck, bestimmte Arten von Krebs, Fettleibigkeit und so weiter. Sie erwähnen zwar nicht explizit eine rohköstliche Ernährung, aber bei der Charakterisierung einer gesunden pflanzlichen Ernährung wird insbesondere eine hohe Zufuhr von rohem Obst und Gemüse vorangestellt. Aber eben, was auch als gesund dargestellt wird, sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte. Das ist auch bemerkenswert, da das Soja unnötigerweise viel zu viel Kritik einstecken muss, Nüsse und Samen. Eine im Sinne der Rohkost empfohlene niedrige Aufnahme von gesättigten Fettsäuren wird allerdings auch vorausgesetzt. Das wird auch explizit erwähnt, da niedrige Gesamtcholesterin- und LDL-Cholesterinwerte von entscheidender Bedeutung sind. Dass aber nicht in jeder veganen Ernährungsform und vor allem vegetarischen Ernährungsform, die auch im Paper als pflanzliche Ernährung mit vorgestellt wird, dass der Fall ist, das ist auch offensichtlich. Das bedeutet, was ich Euch immer wieder sage, eine vegane Ernährung reicht nicht aus, um sich gesund zu ernähren. Es muss eine vollwertige vegane Ernährung sein. Dazu auch das Video, was ich mal gemacht habe in Bezug auf die 5 Nährstoffe, auf die ihr unbedingt achten müsst, wenn ihr auf die vegane Ernährung umstellt. Und das muss auch wirklich in die Köpfe der Menschen rein. Ein hoher Anteil an industriell verarbeiteten Lebensmitteln, das kann nicht gesund sein. Und ein hoher Anteil an industriell nicht verarbeiteten Lebensmitteln, das ist wirklich essentiell für die gesunde Ernährung. Genauso auch wie die Information über diese Inhaltsstoffe. Viele wissen ganz genau, was in den Tank des Autos für Benzin oder für Diesel oder welche E-Nummer da rein müssen, welche Motoröle sie nutzen können, da gibt es ja auch Nummern, und wie das Verhältnis von Scheibenkonzentrat zu Wasser sein muss, um dass die Scheiben sauber sind und nicht schmieren und so weiter. Aber wenn es um die Sachen geht, die den eigenen Körper betreffen und die da reinkommen, in den Mund, da machen sich manche null Gedanken. Was, ich muss mich informieren? Omega-3-Fettsäuren? Das ist mir zu kompliziert. Mensch, wach doch mal auf! Die größte Gesellschaft der Ernährung erklärt pflanzliche Ernährungsformen gegen die gesamte Fleischindustrie und die massive Lobby, die dahinter steckt und die natürlich die Politik immer wieder versucht zu unterwandern, dass vegane Ernährung gesünder ist, dass sie auch wieder O-Ton einen Beitrag zur Verringerung chronischer Erkrankungen leistet.
Willkommen im neuen Jahrtausend, willkommen zu einer ganz massiven Stufe der geistigen Evolution. Wir lösen uns von den Ketten der urzeitlichen Denk- und Verhaltensmuster. Jetzt gerade passiert das im Zeitalter der Informationstechnologie. Wir springen von Erfindung zu Erfindung. Es kumuliert sich das Wissen und die Ereignisse überschlagen sich in der Wissenschaft. Wir werden alle immer in kürzeren Abständen Entwicklungssprünge miterleben. So viele wie noch keine Generation zuvor. Pflanzliche Ernährung als saubere, ethische, energetische und gesunde Lebensweise, das ist die neue Stufe. Kommt mit drauf. Oder auch nicht, das ist egal, die Stufe ist bereits da und der geistigen Evolution ist es auch egal, ob da ein einzelnes Individuum mitzieht oder nicht oder an alten Verhaltensmustern festklebt, darauf kommt es nicht an. In diesem Kontext ist die Meinung von mir oder von dir oder von irgendwelchen Experten überhaupt nicht wichtig. Pflanzliche Ernährung ist der neue Evolutionsstandard einer modernen Gesellschaft und die Gesellschaft als solches, also die Menschen, die wenden sich, und das erkennt man an den Zahlen der letzten Jahrzehnte, exponentiell pflanzlichen Ernährungsformen zu. Theorie und Praxis gehen Hand in Hand und das ist natürlich dann nicht mehr aufzuhalten. Die Frage ist, inwieweit schaffst du es auch noch, zu deinen Lebzeiten diese neue Qualität des Lebens auch zu spüren. Ich selber bin überglücklich, dass ich den Sprung noch geschafft habe und möchte euch auch weiter gerne euren Weg diesbezüglich erleichtern. Entsprechend, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das hier nach und werdet ein Teil einer neuen, sauberen und glücklicheren Welt. Alles Liebe, Euer Christian.